Hallo zusammen. Nachdem wir nun unseren USB-Stick vorbereitet haben, um Registrierungen abspeichern zu können, wir haben ja ein alphabetisches Verzeichnis angelegt, soll es jetzt ins Eingemachte gehen. Ich möchte also gerne einen Titel, die Registrierung eines Titels abspeichern. Ich habe noch etwas Datenmüll auf meiner Registration Memory Bank. Dafür haben wir uns ja eine leere Startdatenbank angelegt. Ich wechsle also mit der Select-Taste Registbank auf unseren USB-Stick. Da seht ihr unser alphabetisches Verzeichnis und am Ende ZZZ Start. Wenn ich diese Datei jetzt einlade, habe ich hier eine leere Datenbank. So, nun kann ich jungfräulich mit der Registrierung beginnen. Im Radio habe ich gehört, Strangers in the Night, eine uralte Schnulze, aber ganz schön zu spielen. Meine Vorstellung, das soll so eine Art Rumba sein, Beginn, und die Melodie soll spielen, in jedem Fall eine Trompete. So, wie gehe ich jetzt vor? Ich fange mit dem Style, mit dem Rhythmus an. In der Gruppe Entertainer gibt es auf der Seite 3 eine Schlagerrumba. Die höre ich mir jetzt einmal an. Die zweite Variation. Ja, dieses Akkordeon, was da in dem Style ist, das nervt mich etwas. Das schalte ich jetzt in jedem Falle schon mal stumm. Und auch die beiden Synthesizer-Spuren, Pad und Phrase 2. Tempo ist mir etwas zu aufgeregt. Ich gehe einmal auf Tempo 116. Das würde mir schon gefallen. Ich mache eine kurze Zwischenspeicherung, Memory und 1. Der Rhythmus ist schon einmal gespeichert. Nun für die rechte Hand eine Trompete. Auch die speichere ich noch dazu. Und dazu hätte ich gerne etwas mehr Hall auf der Trompete. Gehen wir mal in den Effekttyp. Reit 1. Da gehe ich im Moment auf meinen Lieblingseffekt Legacy, und zwar Atmosphärenhall. Eine ganz lange Trompete. Abspeichern. In der linken Hand würde mir eine ganz dezente Orgelstimme gut gefallen. Die finde ich in der Orgengruppe, und zwar auf der Seite 4, Orgen Accomp 3. Das ist eine typische Begleitung für die linke Hand. Ja, etwas laut. Mischer anwählen und die linke Spur etwas leiser. Passt. Ja, jetzt möchte ich gerne in dem Stück noch einmal den Sound wechseln.
Ich höre mal, was die OneTouch-Setting-Gruppe zu bieten hat. Warum nicht noch einen Orgelsound? Der würde mir schon gefallen. Ja, in die linke Hand nochmal meine Orgelstimme. Auf dem zweiten Platz ablegen. Eigentlich fertig. Select, Registbank anwählen. Ich wähle meinen Ordner S. Save, Delete und gebe ihm den Namen Strangers in the Night. So, Strangers sollte mir genügen. Okay, und schon habe ich mir in dem Ordner S meinen Titel abgespeichert. Da fällt mir ein, ich wollte auch noch von den Shadows Apache spielen. Ganz schnell nochmal die gleiche Übung. ZZZ Start und mein Registration Memory wird leer. Gitarpop in One-Touch-Setting. Finde ich auf dem dritten Platz die Shadows-Gitarre. Das war auf dem ersten Registration-Platz abgespeichert. Die nehme ich noch auf den zweiten Platz. Schon habe ich gerade mal nebenbei meine Registrierung für Apache. Select Registbank. Ich rufe den Ordner A auf. Save. Und schon ist mein zweiter Titel eingespeichert. Ja, so einfach geht es. Versucht es gerne selbst.